Miet? Wollen wir? Wollen wir nicht? Hallo und seid willkommen zum nächsten Video. Heute gibt es keine besonderen Inhalte. Ich bereite mich gerade so ein bisschen auf eine neue Videoreihe, will ich nicht sagen, vor. Ich will mal in der Zukunft das Thema Sensoren und Aktoren näher beschäftigen. Die meisten von uns fahren ja in Einspritzer lieber, was ja auch vernünftig ist, wirtschaftlich gesehen, und die gehen einfach funktionieren. Ob man im Alltag so einen Vergaser Niva sich antun muss, weiß ich nicht. Aber selbst im Vergaser Niva gibt es Sensoren, über die man reden kann. Und damit dann irgendwie so halbherzige Informationen kommen, will ich das mal hier ein bisschen genauer zusammenfassen. Und mit der Niva ist ja ziemlich gut dokumentiert, sowohl Single-Point als auch Multipointer. Das ist alles sehr ausführlich beschrieben, dass theoretisch ein Laie verstehen kann, warum gibt es hier diesen Leerlauf oder Nebenluftstellmotor, was macht der, wie funktioniert er und warum braucht man den. Das nur als Beispiel. Damit man versteht, wie es funktioniert, und dann auch herleiten kann, warum es denn nicht mehr funktioniert. Denn ich bekomme natürlich von euch jede Menge Kommentare unter den YouTube-Videos, das ist gut für den Algorithmus, und auch immer mal hier und da eine E-Mail. Ich will nochmal darauf hinweisen, ich bin nicht der Telefontyp. Das geht auch nicht. Ich habe nicht die Zeit, tagsüber so und so nicht auf Arbeit, da irgendwie am Telefon über Niva zu reden oder über Niva-Probleme. Schreibt mir eine E-Mail. Da habe ich schon abends Zeit, da kann ich mir das mal in Ruhe durchlesen. Vielleicht dauert es mal 2-3 Tage, bis da mal eine Antwort kommt, wo ich dann. Ich kann das wirklich nicht anbieten. Ich kann auch nicht an euren Autos schrauben. Das schaffe ich nicht. Ich habe hier so viele Projekte, die seit Jahren vor sich hindampern, weil einfach die Zeit fehlt. Das müsst ihr und das werdet ihr auch selber hinkriegen. Vielleicht auch mit Unterstützung von meinen Videos. Katze, das ist schwierig. Da werde ich mal so ein bisschen das in einzelne Details auffassen. Wir haben ja in den Einspritzern nie was, eine Reihe von Sensoren, hier Temperaturfühler, Luftdruckbarometer, ein Sensor, um zu erfassen, wie weit die Drosselklappe geöffnet ist, Lambda-Sonde, ganz zentrales Element. Letztendlich ist der ganze Niva um die Lambda-Sonde mit dem Katalysator herumgebaut. Das alles ist irgendwie nur dazu da, damit der Cut aus dem schlechten Abgas ein gutes Abgas macht. Diesen ganzen Geraffel ist nur deswegen da. Und wir haben aber auch, also ein Sensor erfasst irgendeinen Zustand, irgendeinen Wert und leitet den irgendwo hin. Zum Beispiel zu so einem Zeiger, der uns dann anzeigt, wie warm das Kühlwasser ist, oder ans Steuergerät, damit das da ein bisschen rumrechnen kann und was zu tun hat. Und es gibt dann auch Aktoren. Nicht nur das Gaspedal für uns Menschen, sondern auch zum Beispiel in der Einspritzdüse kann der Computer festlegen, wie viel Benzin da vorne in den Motor fließt und wie viel Luft man da noch dazu mischt. Auch hier so, das haben sicherlich die wenigsten von euch schon gesehen, ein sogenannter Heizigel von den Singlepointern. Da hat man halt die Ansaugbrücke, wo ja das Luft-Kraftstoff-Gemisch in den Motor geleitet wird. Das wird halt beheizt bei den Single-Pointern mit Kühlwasser, das hier zufließt und dann hier wieder abfließt. Das dauert natürlich eine Weile, bis das warm ist, und solange das kalt ist, kondensiert nämlich dieses Luft-Kraftstoff-Gemisch, was hier oben entsteht, das kondensiert zum Teil hier an den kalten Wänden, und das fehlt dann, oder es kommt halt dann tröpfchenweise da in den Motor gelaufen, also ein nicht homogenes Luft-Kraftstoff-Gemisch. Und da beheizt man praktisch hier über elektrische Widerstände dieses Luftvolumen hier drinnen, damit möglichst schnell eben der Motor brauchbar läuft. Das haben die Multipointer da nicht mehr, da ist alles ein bisschen anders gemacht. Und so ein Aktor wird dann über einen weiteren Aktor, in dem Fall ein Relais, ausgeschaltet. Da kann man dann immer Stück für Stück drauf eingehen. Was noch? Damit es zusätzlich herhalten, ist das mal was lang. Was noch für mich jetzt völlig neu war, ich bin jetzt mal angeschrieben worden von dem Thomas, die Niva-IG gibt es nicht mehr.
bin ich ja schon eine ganze Weile nie mehr dort aktiv, weil die NIVA-Treffen sind immer dann, wenn für uns die Studien gerade lustig sind. Die NIVA AG ist umgeändert worden, also die haben die irgendwie so kack gemacht und da haben andere Leute weitergemacht mit einem eingetragenen Verein. Ich glaube, die Adressen im Internet sind noch dieselben, also lada-niva, also lada-niva-ig.de, mache ich euch irgendwo unten in die Beschreibung einen Link hin. Und die machen natürlich wieder ein NIVA-Treffen. Also es sind also neue Leute am Start, die das am Laufen halten und die machen am 8. Juli bis 11. Juli ein NIVA-Treffen. Sind wir mal optimistisch, dass das dann möglich ist. Jetzt das Zahnwitzer Treffen ist ja ausgefallen, weil man das mit den Corona-Maßnahmen nicht in Einklang bringen kann und so keine Kneipen, die offen haben. Und wenn wir schon bei Treffen sind, gibt's natürlich, ist man auch optimistisch, dass man dieses bekannte Pfingst-Treffen machen kann. Dieses internationale NIVA-Treffen, das macht in Thomas, entschuldige, dass ich jetzt den Nachnamen nie im Blick habe, die haben sich bei mir vorgestellt. Das hat mich sehr geehrt. Das sind alles Namen, die ich noch nie gehört habe. Oh, Katze. Die Leute, die ich noch nicht kenne, und das Pfingsttreffen im Mount Park, das ist natürlich bekannt, das gibt es schon eine ganze Weile. Das macht der Christian mit seinen Leuten vom 22. Mai bis 24. Mai. Da findet ihr im NIVA Technik Forum, da gibt es einen extra Beitrag dazu. Sind wir mal optimistisch, dass dann in der zweiten Maihälfte auch vielleicht die Situation soweit ist, dass das möglich ist. Kann man ja, also sind mir so Sachen, die neu sind. Ich werde an beiden vermutlich nie teilnehmen können, weil das halt zeitlich nie passt. Das ist halt so. Also im Pfingsten auf jeden Fall, im Juli vermutlich auch nicht. Ist ja egal. Aber ihr könnt da ein schönes Treffen haben, es macht eigentlich immer Spaß. Man lernt dort viele Leute kennen, man kann sich ja so ein bisschen die Leute raussuchen, zu denen man so kompatibel ist. Das ist ja kein Problem, große Flächen und viele Leute, das findet sich alles. Tolle Sache, viele tolle Autos kann man gucken, mit den Augen mausen, selber Inspiration bekommen. Und was dann vielleicht noch interessant ist, damit die Katze jetzt, ja, du hast das gerne, wenn ich Videos drehe, ne? Bekomme ich ja, wie schon gesagt, relativ viel Quatsch, immer mal so E-Mails und so die aktuellen Themen sind scheinbar hier der 0422, Wirksamkeit des Cuts unterschritten, da wäre ich immer mal zugefragt, der Fehler, also Multipoint-Fehler, ne, ab Euro 3, 0422, das bedeutet nicht, dass da irgendwas kaputt ist, sondern dass die hintere, also meist so, wenn nur rein schematisch, die hintere Lambda-Sonde sagt, also was bei mir hier so vorbeiströmt, das ist nicht so, wie es sein soll. Und das Auto oder das Steuergerät, das guckt sich das so eine Weile an. Was kommt denn so vom Motor vorne vor dem Cut und wie kommt das hinterm Cut raus? Und wenn das dann über eine bestimmte Zeit nicht so ist, wie es sein soll, gibt es halt diesen Fehler, Wirksamkeit des Cuts unterschritten. Theoretisch fällt man dann auch durch die ASU. Was aber eben an einer nicht gut funktionierenden Sonde liegen kann, was an einem nicht mehr funktionierenden Cut liegen kann, durchaus. Es können solche Teile kaputt sein. Es kann aber auch sein, dass hier so ein Stecker gammelig ist und einfach die guten Werte nicht gut weitergeleitet werden. Oder dass auch das Abgas, was zum Cut hinströmt, schon grenzwertig in der Zusammensetzung ist, damit das im Cut gut verarbeitet werden kann. Das ist ein bisschen komisch. Man muss ein bestimmtes Abgas erzeugen, damit es dann hinten so rauskommt, wie es in den Büchern steht. Das ist öfters mal, was ganz modern zu werden scheint, dass Getriebe bei 40.000 Kilometer ungefähr kaputt gehen. Das ist natürlich wenig. Also 40.000, das würde ich auch nicht akzeptieren wollen. Ich glaube, mein erstes Getriebe ist bei 80, wo dann anfingen die Gänge rauszufliegen. Da bin ich noch 10.000 gefahren oder so, halt vom 3. in den 5. geschalten. Meine Theorie, meine private Theorie ist dazu natürlich, dass einerseits die Getriebe falsch genutzt werden. Also es wird teilweise zu schnell geschalten. Das sagen zumindest die Profis, die Getriebeinstandsetzer oder auch andere Leute, die da mit der Materie zu tun haben. Ne, so ein Ladergetriebe ist kein Sportgetriebe, das ist irgendwie aus den 70er Jahren im Grundkonzept. Man muss
natürlich den Synchronkörpern auch gezeigt geben, das alles zu machen. Also nicht durchreißen, sondern dass man schaltet, ne? So mit einer halben Gedenksekunde. Dann denke ich, es wird zu schnell gefahren. Die neuen Autos laufen natürlich, also die Multipointer-Motoren laufen schon toll, keine Frage. Wenn das alles so funktioniert hier, dann gehen die Motoren gut. Dann kann man auch locker auf der Autobahn 120 hinfahren. Ich glaube, das haben auch andere, das halten die Lager nicht ab. Das ist dafür nicht gedacht. Da kann man auch das bisschen überfüllen, damit die Lager besser geschmiert werden. Ich glaube, auf Dauer ist das nicht gut. Das sind halt so Sachen, da kann ich aber jetzt auch nichts machen und da kann ich auch nichts dazu sagen. Ich kann euch auch jetzt nicht vorschreiben, kauft euch ein neues oder geht jetzt zum Getriebespezialisten und kauft euch ein regeneriertes. Das kann jedes Mal gut klappen oder auch völlig in die Hose gehen. Das ist immer so. Trimaster-Fahrwerk habe ich jetzt ja aktuell noch. Also es ist halt so, dass man so Veränderungen an dem Grundkonzept, das ist nie mit zwei Bauteilen und drei Schrauben gemacht. Zumindest nicht so was Großes wie so ein Höherlegungsfahrwerk. Das ist viel mehr, als dass man vier Stoßdämpfer und vier Federn auspackt. Beim Trimaster ist noch so ein bisschen was dazu. Das bringt Probleme mit sich. Das sollte man sich vorher wirklich überlegen, brauche ich das wirklich? Auch ein OME-Fahrwerk baut man nie einfach ein und ist dann sorgenfrei. Da kann es durchaus im Nachhinein noch dazu kommen, dass man andere Dinge noch anpassen muss oder ändern muss, ersetzen muss. Gerade die Antriebswellen, die sind tausende Kilometer in einer bestimmten Winkelung gelaufen und plötzlich legt ihr das höher, der Winkel ändert sich, ja, dann ist dann irgendwann zeitnah halt Schluss. Noch ein Wellensensor ist, glaube ich, ein Thema, seit es Multipointer gibt. Da bin ich gar nicht von betroffen, deswegen habe ich mich damit auch nie befasst. Man müsste wahrscheinlich mal so einen Nockenwellensensor, ich habe jetzt keinen hier, weil der eine ist eingebaut in Baikal. Wobei, warum haben wir eigentlich keinen Nockenwellensensor? Aber natürlich habe ich einen Nockenwellensensor da liegen. Sieht fast genauso aus wie so ein Kurbelwinkelgeber. Wie heißt denn der umgangssprachlich? Hat unten der Motor dran. Kurbelwellensensor, ganz normal, also der sagt dem, hier der Motor dreht sich und die Multipointer tun das noch so ein bisschen genauer bestimmen, wo ist denn der Motor gerade, wenn er sich dreht. Da gab es wohl mal eine Charge, die nicht gut funktioniert haben und es gibt wohl auch so baugleiche Typen, die aber eben in Niva nicht funktionieren oder die nicht sicher erkannt werden und manchmal klebt er auch hier, weil die ja magnetisch sind. Manchmal klebt da auch hier irgendwas dran, was die Steuerkette mit hochbringt und dann werden die Signale verfälscht. Wenn es mich betreffen würde, würde ich wahrscheinlich versuchen, das irgendwie mal zu erforschen, wie da das Signal gewonnen wird, ob man das Signal vielleicht messen kann, dass man mal ein gutes Signal kennt und dann vielleicht auch weiß, was ein schlechtes Signal ist, um halt rauszufinden, liegt das jetzt an dem Bauteil oder liegt das irgendwie an der Spannungsversorgung oder an der Signalabführung. Ein einziger Fakt, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, manchmal denkt man, ich muss jetzt das Bauteil austauschen, zieht den Stecker ab, baut ein neues Teil ein und steckt den Stecker, der schon gammelig ist, auf das neue Teil. Damit wird ein vorläufig guter Kontakt hergestellt, der vorher mit einem gammeligen Stecker und einem gammeligen Kabel nicht gegeben war. Und nach einer Weile ist das Problem wieder da. Das werden wir dann alles besprechen im Detail. Interessante Konversation hatte ich mit einem Schweizer, der hat es gibt so verschiedene Länder, wo die Nivas ausgeliefert wurden, in bestimmten Ausführungen, um irgendwelchen regionalen Zulassungsbestimmungen gerecht zu werden. In der Schweiz gab es halt dann zwischen 40 km/h oder 30 km/h Autos, da hat man das Verteilergetriebe auf Geländeuntersetzung gestellt, hat den Hebel abgebaut. In der Schweiz teilweise hat man auch dieses Zahnradpaar entfernt, also den Teil, den man ausbauen kann, mit niemand da einen Hebel nachrüstet und hat also dort die Autos damit gedrosselt, damit die da irgendwelche landwirtschaftlichen Führerscheine die fahren können. Und da wollte jemand so ein Auto praktisch zulassen und die Schweizer bestehen dort auf die Abgasgeschichte. Das hat mal irgendjemand mit normalen 1600 Teilen repariert und da gehört aber, so wie ich es verstanden habe, in GKAT
System hin, damit die Behörden mit ihren Teillisten und Teilnummern das im Auto wiederfinden, das ist eine Hausnummer, die würde ich mir nie antun. Also aus so einem normalen NIVA, selbst wenn ich diesen G-Cut-Vergaser habe, da gehört ja noch eine spezielle Abgasanlage, eine spezielle Sonde mit nur einem Kabel, Lambda-Sonde. Dann der Cut, das, wenn man das nie irgendwo hat, wo man das ausbauen kann, also irgend so einen verrosteten G-Cut-Vergaser NIVA, dann wird das wahrscheinlich nichts. Und was auch gerne mal wieder kommt, das ganze Jahr über, dass so diese Kontrollanzeigen im Tacho und Scheibenwischer und Blinker und dass die machen, was sie wollen. Meistens sind das Massefehler, denke ich. Da haben wir ja schon oftmals drüber gesprochen. Ewig geredet, uns geht's, das sind alles so banale Themen, uns geht's ja ziemlich gut. Ich habe so sporadischen Kontakt über YouTube, kam das mal zustande mit einem NIVA-Fahrer in Algerien. Nicht ganz so einfach, weil man dann über Google Translate dann irgendwie das Englische als Mittelbasis nimmt. Der hat zum Beispiel Probleme mit der Zündspule und der hat mich mal gefragt, ob ich das mal ausmessen kann mit Entwicklung und so, damit er sich eine nachbauen lassen kann. Damals war ich gerade, also kurz vor der Rallye war das mal, schon ein paar Jahre her, also E2. Das ist auch nicht so einfach, dass man sagt, Mensch, wenn wir in Nefta sind, ich gebe das irgendwo an der Tankstelle oder so, dass man das deponiert und du holst das ab, das ist ja nicht weit. Aber erstens sind das Riesenländer. Somit bin ich wieder da. Das glaubst du nicht. Der hatte einen richtig schönen 1600er und kauft sich jetzt einen Multipointer. Leute gibt's, ganz verrückte Leute gibt's in der Welt. Massefehler. Ah, hier, der mit der Zündspule, ne? Zündspule nach Algerien, Riesenproblem. Ich habe damals die sekundäre und primäre Wicklung, die Widerstände geschickt und alles, was ich finden konnte in der Dokumentation. Da weiß ich gar nicht, wie das alles gegangen ist. Und da hatte ich jetzt mal, wo ich auch so dachte, Mensch, uns geht's richtig gut, Kontakt nach Chile. Chile ist weit drüben, da wo er schon Urlaub macht. Südchile, wir hatten gerade hier minus 20 Grad und der meint, ah, hier eine Hitze bei uns, schwüle 25 Grad. Und da so ein bisschen im Süden des Landes ist es wahrscheinlich schon ein bisschen strukturschwach. Ich bin da in Geografie gar nicht so sattelfest. Und haben viele Schotterstraßen und dadurch natürlich auch viele Reifenschäden. Brauchte für sein NIVA, kann ich ja vielleicht irgendwie Bilder ranmachen, Reifen. Und hat dann welche gefunden, zwei Stück, die aber ein kleines Stück größer waren für die Hinterachse. Und hatte mich gefragt, ob das jetzt so geht oder ob das ein Problem ist. Und da habe ich ihm geschrieben, dass ich so nie rumfahren würde, weil ja die Hinterachse größere Räder hat mit einem anderen Abrollumfang, dass ja dann theoretisch die Kardanwelle, die nach hinten geht, sich langsamer drehen muss für dieselbe Geschwindigkeit wie die Vorderachse. Und das Verteilergetriebe ist ja, das wisst ihr ja, bloß gleitbelagert und das wird nie lange halten. Das sollte man nie machen. Und die haben eben dort das Problem, dass der nächste Reifenhändler 400 Kilometer entfernt ist. Das ist nie wie bei uns, dass ich da vor in die Stadt fahre oder hier bei was weiß ich, Reifen.com oder wie die ganzen Häsen da was bestelle online. Die sind da relativ stark von Corona betroffen. Die kriegen auch von außen nichts herein. Und wenn man dann so mit seinem Handy da sitzt, im Sonnenschein und sieht, dass in Deutschland so ein Stück Reifen 35 Euro kostet mit kostenlosem Versand und du selber musst für einen gebrauchten umgerechnet 100 bezahlen. Du musst 400 Kilometer fahren, um für 200 Euro zwei gebrauchte Reifen zu kaufen. Da frage ich mich, wo ist denn die Globalisierung geblieben? Ne, und jetzt aufgrund von Corona ist wohl das schwierig. Da bist du aufgearscht. Ich habe ihm empfohlen, er soll eine Kardanwelle ausbauen, das Verteilergetriebe auf gesperrt stellen, dass praktisch sich diese unterschiedlichen Drehzahlen von den Achsen, dass die entkoppelt werden. Und der hat wohl dann auch jetzt Reifen besorgt, die dieselbe Größe haben, wie die er schon besorgt hatte. Und jetzt weiß er auch, dass wenn er Reifen besorgen muss, immer vier gleiche nehmen muss, dann geht das. Da haben die es vielleicht schön, weil die dort keinen so einen strengen TÜV haben wie bei uns und das scheißegal ist, ob da eine Rückbank reingebaut ist oder ob die Scheinwerferhilfestellung geht.
Aber andererseits ist das natürlich dann eigentlich auch erschreckend, wo man denkt, das ist doch mittlerweile die Welt relativ zivilisiert und dann wegen ein paar Reifen. Also komme ich dann nicht mit und dann bin ich ganz froh, dass ich ja bloß mit der Katze zu tun habe. Bist du wieder sehr anhänglich, Mietz. Ich werde mich jetzt hier will vorbereiten. Ich habe seit langem Video in Arbeit, wo unsere letzte Ausfahrt gewesen ist, vor diesem Corona-Spaß noch letztes Jahr im ganzzeitigen Frühjahr. Habe ich schöne Aufnahmen, bringe ich vielleicht hin. Baikal läuft weiter, Diesel läuft weiter. Und hier, vielleicht interessiert es ja welche. Und das ist ja dann auch gespeichert für immer. Wenn da jemand ein paar Fragen hat, kann man vielleicht auch dann eher mal einen Link schicken. Tu dich mal zu dem Thema selber informieren, um dann zu verstehen, warum deine Theorie, ich baue jetzt einfach ein neues Teil ein, nie unbedingt funktionieren muss. So, die Links mache ich euch unten drunter. Vielleicht sieht man sich ja mal beim Treffen, na klar, bin ich auch immer gerne. Zeit gibt es manchmal nicht her, muss ich auch Katze füttern. Ich kann gar nicht weg. Nur, Mietz? Was soll denn ich denn füttern? Kann ich ja nicht mitnehmen, das geht ja gar nicht. Ne? Nein, das geht ja nicht.